So nah und doch so fern. Aber selbst wenn die Sonne mal fehlt, an den grauen Tagen in Lausanne, hat Michael Saliba sie stets im Sinn. Solarenergie hat mich eigentlich schon immer interessiert. Ein ganz faszinierendes Thema an sich, dass man aus Sonnenlicht direkt Energie gewinnen kann. So meine Forschung hat sich mit einem ganz neuen Typen von Solarzelle beschäftigt, und zwar den sogenannten Perovskit-Solarzellen. Man hat entdeckt, dass man im Grunde mit ganz einfachen Methoden hocheffiziente Solarzellen machen kann. Für Dr. Michael Saliba ist Solartechnik keine unüberwindbare Wand aus Problemen, sondern die Chance auf eine strahlend helle Zukunft. Doch muss es nicht immer Silizium sein, was Strom erzeugt? Perovskite holen auf. Mit erstaunlichen Eigenschaften. Hohe Effizienzen können nur mit sehr teurer Technik hergestellt werden. Nicht so hohe Kosten bedeuten niedrige Effizienzen. Und das ist jetzt eines der wenigen Materialien, diese Perovskite, die halt günstige Produktionsmöglichkeiten haben, aber gleichzeitig hocheffizient sind. Es ist fast ein kleiner Durchmarsch, mit dem die Forscher in den vergangenen Jahren die alternativen Solarzellen vorangebracht haben. Ihr großer Vorteil: die Herstellung ist ein Klacks. Und zwar ein Klacks Perovskitlösung auf etwas Glas. In kürzester Zeit ist eine neue Zelle fertig gebacken. Der Preis, den man ein Stück weit für diese einfache Produktion bezahlt, ist Instabilität. Zwar ist das Material eine wunderbare Solarzelle, aber es ist nicht langfristig stabil. Und einer der großen Schwerpunkte unserer Forschung ist es, diese Materialien so stabil wie Silizium zu machen. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern träumt Michael Saliba einen Traum. Es ist ein Traum, der weit über Materialkombinationen und Effizienzgrade hinausgeht. Es ist ein Traum von nichts weniger als einer Revolution. Ja, ich glaube, es ist eine Revolution, wenn wir diese Beiträge leisten können. Und ich glaube, es bedarf Forschung, so etwas voranzutreiben. Und das ist etwas, was mich durchaus an meiner Forschung besonders begeistert, dass wir quasi ganz vorne sind an dieser Schwelle zu einer Materialrevolution. Also die Vision, dass wir eines Tages vielleicht die gesamte Sahara beispielsweise voll mit Solarzellen, günstigen, nachhaltigen Solarzellen haben, das ist eine Vision, die unter Umständen mit diesem Material möglich ist. Wenn es nach Michael Saliba geht, am Grätzl-Institut in Lausanne, ist die Zukunft strahlend hell. Solar und gar nicht mehr so fern.